einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Telestammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet. Dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeber, Stu. Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Late Night. Und diese Late Night kann nicht komplett sein ohne den Max. Hallo Max. Hallo Stu. Danke für diese netten Worte. Ach, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin immer nett zu allen, ja. Zu Hund und Katz, ja. Zu Mensch und Tier. Immer eine freundliche Person. Und weil ich so freundlich bin, machen wir diese Late Night standardmäßig, nämlich mit einem Ausguck, sag ich mal, auf die Zukunft des Telestammtischs. Jetzt ist es aber wie bei den letzten paar Malen auch wiederum so, ich kann jetzt gar nicht so viel berichten. Du vielleicht? Naja, man kann vielleicht so ein bisschen die Kiste der Pandora öffnen und sagen, dass zum neuen Jahr vielleicht etwas ja, leicht anders wird. Ach, ja, stimmt. Ich habe, das kann ich erzählen, wir werden bald, das heißt zum neuen Jahr hin, eine neue Website bekommen. Und wir konnten schon einen ersten Blick drauf werfen und es sieht vorzüglich aus. Es sieht aus wie eine Website, es sieht aus wie eine funktionierende Website und es sieht auch wie aus wie eine Website, auf der man sich zurechtfinden kann. Das sind drei ganz tolle Attribute. Da kann das neue Jahr eigentlich nur noch besser werden. Das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten fällt dir nichts ein, fällt mir nichts ein. Dann, nee, glaube ich, können wir auch direkt zu unserem heutigen Gast kommen. Und unser heutiger Gast kommt aus Österreich. Und wir haben ja so ein bisschen hier involviert, dass die Gäste immer auf Tieren hereingeritten kommen. Und unser heutiger Gast kommt auf dem Wappentier der Österreicher hineingeritten, nämlich auf einer Zwergmanguste. Hallo Katharina. Ein was? Hi. Ja, aber ein was? Zwergmanguste. Ah, okay. Ja, ein sehr schönes Tier. Ich dachte eigentlich, du als Österreicher müsstest das kennen. Aber gut, dann halt eben nicht. Katharina, bevor wir mit dir ein bisschen rumreden, haben wir einen kleinen Text für dich. Und ich würde sagen, der Max liest den mal vor, bzw. lässt ihn jetzt lesen von seinem Ich aus der Zukunft. Und deswegen sage ich einfach nur, drück aufs Knöpfchen, Max. Unser heutiger Gast ist Kathi Sommer. Und unser heutiger Gast ist Spitze. Ja, Kathi Sommer, ihres Zeichens, junge Quotenfrau und Quotenimmigrantin des Telestammtischs, hat sich heute in die Late Night getraut. Einfach nur toll. Vor allem Stu freut's, denn Kathi und er sind Freunde. Nein, nicht einfach nur Freunde, sondern weltbeste Freunde. Best Friends Forever Deluxe. Stundenlange Gossip-Gespräche, gemeinsame Shoppingtouren, das gegenseitige Vorlesen des Horoskop oder Armdrücken. Für Kathi und Stu macht gemeinsam einfach alles mehr Spaß. Seid deswegen auch bitte nicht böse, wenn es in dieser Ausgabe der Late Night ausnahmsweise mal keine unbequemen Fragen gibt. Denn Stu wird seiner super allerbesten Freundin Kathi ganz bestimmt nicht den Tag vermiesen. Vor allem jetzt, wo Kathi fürs Studium in Schweden ist. Doch in dieser Late Night wird es nur Freudentränen geben. Lasst den Spaß beginnen und die Freundschaft erblühen. Hallo Kathi. Hi. Ja, Kathi, es ist mein Herz blüht auf, ja, seit ich weiß, dass du in der Late Night bist. Ganz ehrlich, herzlichen Willkommen zu dieser, in dieser kleinen Show. Und Max, ich hoffe, du bist jetzt nicht neidisch, aber Kathi ist einfach Best Friend of all time. Ja, nö. Wie soll ich da neidisch sein? Ich meine, ich gebe mich gern geschlagen. Kathi, wie geht's dir? Wundervoll, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr rührend. Es ist, ne, wenn man den besten Freunden was macht, ist das immer total schön, ne? Ja, wundervoll. Das ist. Ja, Kathi, ich hatte mir zwei Themen ausgesucht, mit die ich, mit die,
Nochmal, ich hatte mir zwei Themen ausgesucht, über die ich mit dir reden möchte, aber nur eines wird es schaffen. Und ich bin hin und her gerissen, aber ich glaube, ich wähle das Thema, wo, glaube ich, auch jeder, der auch nur einen Film gesehen hat, eine Meinung zu hat. Ich möchte mit dir über Musicals reden. Finde ich gut. Denn du bist Anhängerin dieses, ich nenne es mal Filmgattung, Filmgenres und ich eher nicht. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, Max, wie stehst du eigentlich zu Musicals? Oh, gut. Ich kenne kaum welche. Ich glaube, das sollte auch besser so bleiben. Ich war ja in Cats, ich bin ja der berühmte Cats-Rezensent von 2019. Ich liebe Musicals. Sie sollen nur wegbleiben. So nach dem Motto, ich habe nichts gegen Kinder, solange es nicht die eigenen sind, ne? Ja, das Ding ist, ich glaube, ich werde mit Kathi wahrscheinlich auch noch ein bisschen aneinander geraten. Es gibt einen einzigen Musical-Film, den ich wirklich mag, und das ist La La Land. Ach, oh, da kommt ja alles perfekt zusammen hier. Okay. Aber Kathi, jetzt mal ernsthaft gefragt, und das jetzt nicht von oben herab, sondern wirklich ernsthaft gefragt, mit ehrlichem Interesse, warum oder was ist so toll an Musicals? Für dich ganz besonders, für dich persönlich. Naja, meistens die Musik. Also ich höre sehr gern Musik und ich schaue gern Film. Und beides kombiniert ist dann halt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich mag das einfach, wenn Leute dann irgendwie singen und tanzen. Okay, das heißt, wenn wir jetzt, also der Max und ich jetzt plötzlich hier aufstehen würden und singen und tanzend die Fragen stellen würden, dann würdest du deinen Kruzifix dann vom Tisch nehmen jetzt. Natürlich. Gut. Ja, scheiße. Ich kann aber nicht singen und ich kann auch nicht tanzen. Ja, ich auch Max, nicht. Max, das deswegen, musst du leider alleine machen. Deswegen finde ich es immer sehr... Sorry. Ich dehne mich gerade. Das ist auch keine Form des Tanzens, okay. Mein Problem mit Musicals ist halt einfach, Filme sollen ja auch Emotionen evozieren. Ja, also eine Szene soll traurig sein, eine Szene soll fröhlich sein. Und das kommt bei mir auch dann sehr gut an. Ich finde, diese Musik und dieses Getanze ist dann aber immer so ein bisschen wie mit einer guten Portion Pommes. Zu einer guten Portion Pommes gehört Mayo, aber wenn du mir das ganze Mayo-Glas drauf klatscht, ist es dann auch ein bisschen widerlich. So ist es ungefähr für mich Musicals. Gibt es bei dir irgendwann auch so einen Punkt, wo du sagst, das ist mir gerade zu viel Musik und Tanz, oder ist es einfach so, dass diese Übersättigung für dich auch zur Kunstform dazugehört? Also, wenn ich ein Musical schaue, dann weiß ich hier, auf was ich mich einlasse. Und ich kann auch zum Beispiel keine Lieder tot hören. Also, ich kann Lieder so oft hören, wie ich will, die werden mir nicht fad oder so. Und ich kann auch Filme so oft schauen, wie ich will. Also, vielleicht habe ich das Problem dann einfach nicht. Du Glückliche. Ja. Du Glückliche. Was ist denn dein Lieblingsmusical? Hamilton. Und Rent. Schwer zu sagen. Eins von den zwei. Max, hast du ein Lieblingsmusical? Also, von den zwei Stück, die du gesehen hast? Naja, da kämpfen jetzt wahrscheinlich La La Land gegen Moulin Rouge und das Phantom der Oper und, jetzt lass mich noch kurz sehen, Cats. Und Cats. Also da kannst du dir dann vorstellen, wer gewinnt. Rocky Horror hast du auch gesehen. Rocky Horror Picture Show hast du auch gesehen. Denk dran. Wir haben ja mal, gut, die habe ich gesehen, aber irgendwie sehr lustigerweise ich zähle das irgendwie komischerweise gar nicht so wirklich als Musical. Obwohl da viel gesungen wird. Ich nehme mich nicht auch jeder, für mich ist... Ja, für mich ist Rocky Horror Man eine Rockoper. Ja, nenn's, wie es du willst, aber keine Ahnung, Musical-Verfilmungen, ich weiß nicht, ob alle, weil ansonsten könnte man ja praktisch jeden Disney-Zeichentrickfilm auch irgendwie so ein bisschen als Musical sehen. Stimmt auch wieder. Aber Kathi, du als jetzt unsere hauseigene Musical-Expertin, ja, mit welchem Musical findest du, kann man gut starten, um sich dann hochzuarbeiten? Was ist so das gute Beginner-Musical? Uff, das ist eine gute Frage. Also das erste Musical, was ich gesehen habe, war, glaube ich, die Rocky Horror Show und dann Rent. Und damit bin ich reinkommen. Also für mich hat das funktioniert. Wenn man nicht
Da sind beide schon sehr viel Gesinge drin, wenn man es vielleicht ein bisschen weniger will, ich weiß nicht. Into the Woods ist, aber Into the Woods ist auch sehr kitschig. Ich glaube, es kommt ganz davon an, auf was man mag. Also, wo man halt eher, keine Ahnung, auf die Rocksongs steht oder eher auf sowas wie Hamilton, wo halt wirklich kein einziges Wort gesprochen wird. Das kommt, ist, glaube ich, von Person zu Person verschieden dann. Hast du da einen Favorit? Magst du Musicals, die durchgängig nur Gesinge haben? Oder ist es dir auch mal ganz recht, wenn in Musicals auch mal 10 Minuten lang normal geredet wird? Mich stört das nicht, wenn nur gesungen wird. Also, wie gesagt, ich mag Hamilton total und da wird ja auch kein einziges Wort gesprochen. Also, wie gesagt, ich weiß, was ich mich einlasse, wenn ich ein Musical schaue. Und dann habe ich auch nichts dagegen, wenn da 2-3 Stunden nur gesungen wird. Aber gibt es auch Musicals, wo du selbst merkst, okay, die funktionieren bei mir nicht? Jetzt abgesehen mal von La La Land, weil ich weiß, dass du jetzt kein großer Fan von Ryan Gosling bist. Aber ich habe nicht mal was gegen La La Land. Ich mag La La Land ja sogar. Ach so. Und welches Musical ist dann so dein Least Favorite? Also Into the Woods fand ich teilweise echt anstrengend und sehr kitschig. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch keine schlechten Erfahrungen mit Musicals gemacht. Ich habe auch den Cats-Film nicht gesehen. Ich habe Cats nur so gesehen. Vielleicht war das auch Selbstschutz. Also, der Max gibt ja gerne damit an, dass er ja Cats beim Teleschirmisch gesprochen hat. Ich hingegen habe Cats damals auch im Kino geguckt und habe dafür sogar bezahlt. Und hatte danach kein Ventil, um es in der Öffentlichkeit zu blasen, wie schlimm dieses Musical war. Und Cats ist aber auch ein gutes Beispiel, weil ich mir durchaus vorstellen kann, ich habe jetzt nur die Kinofassung gesehen, die ja wirklich sehr eng und nah an der Bühnenfassung angelegt ist. Ich glaube halt einfach, es ist ein Unterschied, ob man etwas auf der Bühne sieht, wenn man einem wirklich klar ist, okay, das passiert gerade live vor meinen Augen, oder ob ich es auf einer Leinwand sehe. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich glaube sogar, dass Cats mir dezent nicht so, nee, mir hätte Cats wahrscheinlich besser gefallen, wenn ich es halt live gesehen hätte. Jetzt nicht so gut gefallen, dass ich gesagt hätte, wow, Spitzending, nächstes Jahr gerne wieder. Aber es wäre, glaube ich, nicht so quälend gewesen wie im Kino. Ja, es sind zwei komplett verschiedene Kunstformen auch. Also beim Film kannst du halt schneiden und alles, das kannst du im Theater halt nicht. Das heißt, da ist die Inszenierung und alles ja komplett unterschiedlich. Und deswegen kommt das natürlich auch anders rüber. Und live ist halt immer noch live. Das hat auch immer noch eine ganz andere Wirkung. Hast du auch mal große, also echte Musicals gesehen, also auf der Bühne? Ja, ich habe Cats, die Rocky Horror Show und Tanz der Vampire gesehen. Und West Side Stories. Oh, dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe West Side Story nämlich auch mal live gesehen. Nice, ja. War ziemlich cool. Also mochte ich alle 4, die ich gesehen habe, mochte ich ziemlich, ziemlich gut. Also die haben mir ziemlich gut gefallen. Aber wenn man Musicals mag, dann ist das wahrscheinlich auch kein Wunder. Naja, aber ich glaube, ich mag halt Actionfilme, aber es gibt auch Actionfilme, die mir nicht zusagen. Ich glaube, jetzt ist es auch bei Musicals. Ne? Also ein Actionfilm live wäre doch auch mal was, oder so Monster Truck Rennen oder so, wenn alles hinnig wird und alles explodiert. Ja, ich arbeite ja insgeheim ja schon an einem Mad Max Fury Road Musical. Das könnte sogar funktionieren. Das könnte wirklich funktionieren, aber ich glaube, es würde mir den Film kaputt machen. Ja, der nächste Fast and Furious, oder? Fast and Furious, das Musical. Ey, wenn die im 10. Teil ein Musical draus machen. Wobei, ganz ehrlich, Vin Diesel, wie er in seiner Sopranstimme über die Familie singt, warum nicht? Family. Das ist doch perfekter Stoff, genau. Oder? Es gibt genug Drama für ein Musical und die Autos machen den Sound, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber wird funktionieren. Oder Tarantino macht da als 10. Film ein Musical. Ein Star Trek Musical. Ja, Star Trek Musical, wäre ich voll dafür. Tarantino Star Trek Musical. Ja, wobei, wenn er jetzt wirklich sein letzter Film ist, ich meine, der redet doch jetzt schon wieder über irgendwelche Pläne zu irgendwelchen Filmen. Das macht er ja gerne. Ja, der fängt halt dann an, 10 Serien zu machen, weißt du? Wir könnten vielleicht mal so ein Telestammtisch-Musical auf die Beine stellen. Klar, weil, also, ich kann nicht singen. Ist egal, wir machen ein Filmmusical. Lasse als Antagonist, der alles hasst. Genau, und Chef Andy ist dann sowas wie, wie heißt der Tony aus West Side Story? Ja. Und dann brauchen wir noch seine Maria. Ja, tust du, oder? Ah, nee, ich bin für die Maria einfach zu alt und zu hübsch. Das ist nichts für mich. Nehmen wir Steven Spielberg als zweiköpfiges Monster. Okay, warum nicht? Ja, können wir gerne machen. Ich habe übrigens nicht nur West Side Story gesehen live, ich habe auch mal dieses Queen-Musical gesehen, We Will Rock You.
Oh. Und das fand ich ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Das ist traurig. Also ich mag Queen, die Musik von Queen. Ich bin ja mit der aufgewachsen, groß geworden. Ja, ich nicht, aber ich mag sie trotzdem. Fan. Gut, dankeschön. Aber ich hatte mehrere Probleme. Zum einen fand ich die Geschichte einfach saudämlich. Und zum anderen, was ich wirklich hasse, ist, wenn man bestehende Songs, englische Songs nimmt und die eindeutscht. Okay, das ist grauenvoll. Und ich fand es einfach total bescheuert, wirklich, als dann eine dieser Figuren nicht It's a Kind of Magic singt, sondern es ist eine Art Zauber. Das war ganz, ganz furchtbar. Bei Bohemian Rhapsody haben sie es zum Glück nicht gemacht, weil ganz ehrlich, was willst du da übersetzen? Das wird ja noch schlimmer, ne? Mama, Mutti, don't kill the man, töte den Mann nicht. Das ist halt doof, ne? Aber so wie ich rausgehört habe, bist du davon auch kein Fan, Kathi. Ich habe das nie gesehen, aber es klingt grauenvoll, wenn Queen Songs ins Deutsche übersetzt werden. Das stelle ich mir nicht allgemein vor. Ich finde, allgemein klingt es immer grauenvoll, wenn man englische Songs ins Deutsche übersetzt und dann versucht das irgendwie, also ganz, ganz furchtbar. Ja, ich finde, bei Disney funktioniert das zum Beispiel, finde ich. Also sowas wie Hakuna Matata oder so, das habe ich jetzt auf Deutsch und auf Englisch gesehen, da funktioniert beides. Aber so bei Pop-Songs, die auch nicht darauf ausgelegt sind, dass sie jemals übersetzt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ja, also ganz ehrlich, 2/3 aller Beatles-Songs auf Deutsch übersetzt klingen einfach wie Michael-Wendler-Songs. Das ist einfach so, sorry. Dafür sind es ja auch Pop-Songs. Genau. Einfache Message. Genau. Kannst du gut bei Aldi verkaufen. Genau. Ja. Aber weil du das sagst mit Queen, ich fand mal den einzigen Film, den ich jemals im Autokino gesehen habe, war Ich war noch niemals in New York, wo auch die Udo Jürgens Songs da drinnen sind. Okay, nichts gegen den Udo, der war bestimmt ein toller Künstler, aber ich habe Szenen vorab gesehen von diesem Film. Und da war mir jetzt schon, war mir ganz klar, es ist kein Film für mich, weil ich fand, das sah schon abscheulich aus. Das war schon so eine, im Englischen würde man sagen, Abomination. Also das war, also dagegen, ganz ehrlich, dagegen sind ja die Bilder, die Til Schweiger und Matthias Schweighöfer in ihren Regiearbeiten zeigen, sind ja düster gegen das, was da gezeigt wurde. Also furchtbar. Ich hatte Spaß dabei. Ich bin mit meiner Freundin im Auto gesessen und wir haben sehr laut griechischer Wein gegrölt. Das war sehr lustig. Wahrscheinlich sind das wirklich so Filme, die man am besten wirklich nur im Autokino guckt. Ja. Weil ihn keiner hört. Im Kino wäre das sehr peinlich geworden. Max, hast du mal ein Musical live gesehen? Ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Es könnte sein, dass ich mal in der Schule eventuell mal dazu gezwungen wurde, bei einem Klassenausflug in eins mitzufahren. Und ich habe so ganz stark im Hinterkopf, dass ich, glaube ich, mal so eine Art Goethes Faust als Musical gesehen habe. Aber ich will mich da jetzt nicht dafür ausziehen. Gibt es denn, Katharina, bei dir noch so ein paar Live-Musicals, die auf deiner Liste stehen, die du gerne mal besuchen möchtest? Lass mich raten, wahrscheinlich Hamilton? Ja. Ich würde sehr gerne Hamilton mal live sehen. Ich hätte Karten für Miss Saigon gehabt, aber Corona. Ich hätte auch noch mal Karten für die Rocky Horror Show gehabt, aber Corona. Ja, und eigentlich würde ich mir so alles anschauen, was irgendwie nach Wien kommt. Gibt es denn in Schweden Musicals, beziehungsweise schwedische Musicals, die Abenteuer vom Knäckebrot waren? Ja, Pippi Langstrumpf als Musical. Oh Gott, ich habe so ein paar Ideen, aber die sind alle so voll mit bösartigen Klischees, dass ich die jetzt hier nicht aufnehme. Ja. Jemand, der in einer Ikea das Musical. Ikea das Musical, ja. Da geht es um einen Typen, der sich im Ikea verlaufen hat und nicht mehr rausfindet. Das ist ein Horror-Musical. Ja. Und dann muss er das von überleben. Kommoden verfolgt wird. Sowas wie Nachts im Museum mit Kommoden. Ja, genau. Oder so wie in Schön und das Biest, wo dann die Möbel zum Reden anfangen und zum Singen. Ey, ganz ehrlich, zuerst zu Ikea und dann Musical gucken, das wäre, glaube ich, echt mein Albtraum. Ich glaube, da wäre der Tag sowas für einen Arsch für mich. Aber ich glaube, es gab doch mal die fabelhafte Welt der Amelie als Musical. Beziehungsweise gibt es immer noch, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ja, egal.
Also es gibt ja, glaube ich, zu jedem Kultfilm und sei und oder Kultfilm in Anführungszeichen, gibt es ja mittlerweile auch so Musical. Es gibt ja auch so Tanz der Teufel ein Musical, das wohl ganz spaßig sein soll, weil sie da wohl für die ersten zwei Reihen halt so Raincoats ausgeben, weil die ja wohl eine ordentliche Schweinerei veranstalten auf der Bühne. Aber irgendwie, mich würde es, glaube ich, nicht so reizen. Weiß nicht. Was bei der Rocky Horror Show ganz lustig ist, da kann man sich davor so Goodie Packs im Prinzip kaufen, wenn man dann live ist. Das war bei meiner Vorstellung so. Und dann kannst du so also mitmachen, so, wenn sie heiraten, so Schnipsel werfen oder mit Wasser rumspritzen, so. Das ist ganz lustig. Und da tanzen Leute auch in Time Warp. Warst du denn schon mal in München? Weil da gibt's ja dieses Rocky Horror Picture Kino, in dem jeden Samstag, glaube ich, Abend um 23 Uhr eine Vorstellung der Rocky Horror Picture Show ist. Oh, das klingt cool. Und da verkleiden sich die Leute dann auch. Und da gibt es auch so Goodie-Bags und dann ist es halt so Mitmach-Kino sozusagen. Ja, also wenn du da mal wieder hinkommst, dann weißt du Bescheid, wo du hin musst. Ja, fix auf jeden Fall. Das klingt nach was, was mir sehr viel Spaß machen würde. Dir schon, mir nicht. Ja, well, fair. Aber du darfst mit Andi Papilitzki hin. Ist das eine Drohung? Pro-Tipp von mir, wenn ihr jemals die Rocky Horror Picture Show guckt, guckt sie niemals mit einem Elternteil. Ich habe die als Film mit meiner Mutter gesehen, als ich 13 oder 14 war. Es war nicht schön. Es war sehr. Danach herrschte Schweigen zwischen uns einige Zeit lang. Aber warum nur? Naja, 13 Jahre alt, so frisch nach Pubertät, daneben sitzt die Mutter und vor einem regelt sich eine halbnackte junge Susan Sarandon und singt Touch, Touch, Touch Me. Es war nicht schön. Es sind andere Leute aus ihrer Pubertät, haben da schlimmere Erfahrungen gemacht. Ja, aber das war eben meine schlimme Pubertätserfahrung mit Musicals und meiner Mutter. Jeder hat seine eigene Pubertätserfahrung mit Musicals und seinen Müttern. Bitte. So, eine Frage hätte ich zu deinem Lieblingsmusical, Hamilton. Pass auf. Es gibt ja so eine abgefilmte Bühnenfassung auf Disney Plus. Ja. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Und ohne es böse zu meinen, aber ich verstehe den Hype nicht. Ich verstehe wirklich den Hype nicht. Was ist deiner Meinung nach das Besondere an Hamilton? Und sag mir jetzt nicht, die Musik ist gut. Wie viel Zeit habe ich? Sein. Du hast Zeit, ja, 10 Minuten hast du noch. Okay, gut. Kriege ich hin. Also, Hamilton, erstens einmal habe ich eine ganz eigene Geschichte mit Hamilton, weil, wie ich noch in der Schule und so war, war der eine Song, also Aaron Burr, war so in meiner Freundesgruppe irgendwie unser Lieblingssong. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, war einer aus meinem Freundeskreis tanzt so in der Dance-Comedy zum Musical ist und die haben sie immer vorgespielt und irgendwie haben wir dann den kompletten Song auswendig gelernt, können den alle komplett und das war halt irgendwie so unser Song. Und das heißt, ich habe den Soundtrack dann auch davor schon sehr oft gehört, bevor ich eben dieses Musical gesehen habe. Und dann, ich war so, ja, okay, ich werde dieses Musical nie sehen können, weil es spielt halt nur in New York, bla bla bla. Dann kam es irgendwann auf Disney Plus und ich habe es gesehen und einfach diese ganze Inszenierung, wie wenig man aus einer einzigen, weil im Prinzip haben die ja nur eine Bühne mit so einer Drehscheibe in der Mitte, was sie daraus machen können, ist faszinierend, wie diese ganze, diese Leute zusammenspüren, die ganzen, auch die Lieder. Ich meine, das sind so viele Ideen drinnen, diese Cabinet-Meetings, wo sich dann Jefferson gegen Hamilton, wenn sie verschiedene Meinungen sind, sich irgendwie halt diskutieren. Das sind alles als Rap-Battle inszeniert. Einfach diese Ideen, die da drin stecken, finde ich einfach genial. Und das ist mal was anderes als andere Musical, weil auch die Musik mehr jetzt Rocky Girl mehr auf Hip-Hop und so ist. Ja, das. Ich mag alles daran. Also ist Hamilton quasi so der Peak dieser Rap-Battle-Videos, die es vor einigen Jahren auf YouTube vermehrt gab. Ganz genau. Das irgendwie Gandalf gegen Dumbledore rappte oder so. Genau, der Höhepunkt was? Davon ist Hamilton gegen Jefferson. Ganz genau. Klar, weil, ne, also wenn ich an Rap denke, denke ich an erster Stelle natürlich an Jefferson. Ne? Und außerdem sind alle Leute, die dort mitmachen, einfach so talentiert und ich finde das immer faszinierend, wenn Leute irgendwas können. Ich kann dicke Backen machen. Und die können halt alle einfach singen und tanzen und das ist einfach, es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Es macht Spaß, aber zu sehen, wie sie daran Freude haben, auf der Bühne zu spüren und das zu machen.
Ja. Tja, also du magst Leute, die was können, dann herzlichen Glückwunsch, du bist in der Late Night, hier kennt keiner was. Naja, ja, das stimmt doch jetzt auch nicht. Ja. Wir können sprechen. Ja, zumindest kann ich ja, sprechen nicht wirklich, rappen schon gar nicht, singen, Gott bewahre, tanzen, hör mir auf damit. Ja, ich habe gehört, der Max soll ganz guten Couscous machen, aber du hörst mal. Das ist mir jetzt neu, aber hey, man lernt nie aus. Ja, schön, wenn man über sich selbst auch was lernt. Eben. Oder? Ja. Ist Hamilton dann, hat irgendwas mit der amerikanischen Geschichte zu tun, oder wie? Ja, genau. Nee, es geht um Linda Hamilton, der Darstellerin von Sarah Connor in Terminator 1 und 2. Das dachte ich mir, genau, ja. Nein, es geht um Alexander Hamilton, also einen der Gründungsväter von Amerika. Und der Mindhunter spielt mit, oder? Ja, genau, der Jonathan Groff. Der spielt den König von England und das ist die beste Rolle. Der König von England spielt mit? Der Prinz Charlie? Ja, der König. Oder der Willem? Beide, ja, Max, beide. Wenn das der Charlie Manson gewusst hätte. Ja. In der interviewt. Der König von Englandien. Ich bin ja für eine Musical Mindhunter-Folge. Boah, das wäre natürlich zu geil. Nein. Also fürs Du würde ich sogar den Big Lebowski mal als Musical. So eine Top 5 der abstrusesten Musicals. Dann hätten wir jetzt schon Mad Max. Wobei ich sagen will, sowohl Mad Max Fury Road könnte gut funktionieren, als auch Big Lebowski Musical. Es müssten halt nur eben die Leute machen, die diesen Stoff dann auch irgendwie ernst nehmen und nicht einfach bloß ausschlachten wollen. Ich wäre für ein Musical von Das Kabinett des Dr. Caligari. Oh Gott. Mit, oder ein andalusischer Hund, das wäre auch mal nett. Das sie schneiden mir das Auge auf, ich blute nicht mehr raus. Ein Esel aufgeschlitzt am Klavier. Oh hey, ein andalusischer Hund. Ja, Ouvertüre ist fertig. Ich würde schauen. Das glaube ich dir. Wir machen das auch nur für dich. Danke, das ist sehr nett. Ja. Cool. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, weil dann ansonsten fangen wir wirklich noch weiter an zu singen und tanzen dann auch noch. Das könnte dann übel enden. Katharina, vielen Dank, dass du dich in die Höhle des Löwen getraut hast. Du darfst jetzt gerne auf deiner Zwergmanguste wieder nach Hause reiten. Ich sage auch. Es war aber viel zu nett bis jetzt. Ich finde es gut, dass du das am Schluss nochmal drangehängt hast, dass ich mich wohlfühle. Ah, Kathi, du weißt doch, wir beide Best Friends Forever. Hm? Genau, ja. Wir gegen den Rest der Welt, Kathi. Und der Rest der Welt so. Puh, wen interessiert's? Ja, genau. Ja. Alles klar. Gut, ihr da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es zumindest. Wir hören uns dann hoffentlich nächsten Monat wieder bei der nächsten Late Night. Max, sag mal schon kurz Tschüss. Tschüss, kurz und Tschüss. Kathi, auch mal Tschüss sagen? Tschüss, Herr Kurz. Der hat noch sein Wissen, oder? Ein politisches Statement hier bei Late Night. Wir liefern euch alles. Gut, ich sag jetzt auch Tschüss und mach damit die Kiste zu. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.